Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video wollen wir uns mit der Frage befassen, wie setze ich eigentlich am sichersten eine Königin zu? Dies betrifft natürlich insbesondere Königinnen, die wir per Post erhalten. Die können schon längere Zeit, mehrere Tage unterwegs sein, bevor sie bei uns eintreffen und sind auch somit aus der Eilage. Für das Zusetzen werden oftmals verschiedenste Käfige verwendet, die käuflich zu erwerben sind. Sowas hier zum Beispiel oder sowas. Das wollen wir uns genauer angucken mit der Frage, ist sowas geeignet, kann man sowas gut verwenden oder sollte man doch lieber auf alternative Geräte ausweichen oder Methoden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, hier sehen wir eine Übersicht über die gängigsten Zusatzkäfige, mit denen ich auch Erfahrungen gesammelt habe. Die Auswahl ist scheinbar unüberschaubar groß und jeder Anbieter, jedes Geschäft und jeder Imkershop hat da seine eigenen Zusatzkäfige. Wir wollen hier einige besondere Zusatzkäfige auswählen zur Beachtung oder zur Besprechung. Grundsätzlich lassen sich diese Zusatzkäfige in zwei Kategorien mindestens einteilen. Das sind einmal die typischen Versandkäfige, wie dieser Nico-Zusatzkäfig und Versandkäfig, Lockenwickler, polnische Modelle, auch hier, und eben die Modelle aus Holz, die es früher hauptsächlich gab, insbesondere in skandinavischen Ländern. Darüber hinaus gibt es die sogenannten Aufsteckkäfige, wie dieses Modell hier oder auch dieses hier oder auch in Selbstbau letztendlich. Vielen von euch wird wohl dieser Nico Versandkäfig bekannt sein. Er lässt sich eigentlich gut handeln. Als Versandkäfig mit einem relativ großen Abteil für die Königin und 6 bis 7 Arbeiterinnen. Auf der anderen Seite ist eben das Futterabteil. Und letztendlich wird dieser Käfig auch sehr häufig verwendet, um die Königin zuzusetzen. Für diesen Zweck gibt es hier eine Lasche am Futterabteil. Diese lässt sich herausbrechen und der Käfig wird dann praktisch in eine Wabengasse eingehängt. Dazu kann man hier ein Streichholz nehmen, um den Käfig zu fixieren, oder auch einen Zahnstocher oder ein Stück Draht. Die Bienen fressen sich dann innerhalb weniger Tage, 2-3 Tage dauert das meistens, durch den Futterteig, durch die Futterteigkammer, sodass die Königin dann nach wenigen Tagen befreit wird. Eigentlich eine gute Sache. Wenn da nicht das Problem wäre, dass die Königin auch in diesem Käfig relativ ungeschützt ist. Es kommt sehr häufig vor bei Königinnen, die längere Zeit aus der Brut waren, dass die Königin doch etwas aggressiv sind. Durch das Gitter stechen oder auch beißen. Oftmals verliert die Königin dann Flügel oder auch Fühlerspitzen. Also die Antennen werden abgenagt, abgebissen oder auch kleine Füßchen. Die Königin kann tatsächlich so weit verletzt werden, dass die Bienen die Füße der Königin abbeißen. Wenn sie mit dieser in den ersten Stunden und Tagen nicht einverstanden sind, auch wenn die Königin im Nachhinein doch akzeptiert wird. Aber wir haben dann in der Regel eine beschädigte Königin im Volk. Ganz ähnlich funktioniert das Prinzip bei diesem Käfig, der in die Waben gehängt wird. Es ist dies der Zusatzkäfig Iltis aus Holz mit einer Tür. Er funktioniert ganz ähnlich wie der Versandkäfig. Die Königin wird hier ohne Begleitbienen in den Käfig gelassen. Dieser wird zunächst unter festem Verschluss in die Waben, in das Volk gehängt, in die Wabengasse gehängt. Mit einem Haselnussstückchen großen Futterteig drin, denn es ist nicht sicher, dass die Königin auch gleich gefüttert wird. Nach 1-2 Tagen wird in der Regel nachgeschaut, ob die Bienen auf dem Gitter friedlich sind, weil, falls dies der Fall ist, wird der Käfig geöffnet und der Holzklotz durch ein Stück Futterteig ersetzt und somit auch verschlossen. Und die Bienen befreien die Königin innerhalb der nächsten 1 bis 2 Tage. Wie beim Nico-Zusatzkäfig auch, ist die Königin hier sehr gefährdet, noch mehr eigentlich, denn
wie gesagt, die Bienen beißen durch das Gitter, beißen in das Gitter hinein und erwischen auch nicht selten die Füßchen der Königin oder auch die Flügel oder Fühlerspitzen vielmehr. Insbesondere auch wenn der Imker hier etwas unhandlich oder etwas unvorsichtig hantiert, ist es schnell zu, dass man die Füßchen der Königin beschädigt, weil die sich hier am Gitter festhält. Und es kommt gar nicht so selten vor beim Festhalten, dass die Königin ihre Füßchen abreißt. Ja, auch andere Versandkäfige arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Hier ein Modell aus Polen, auch mit einer Lasche zum Ausbrechen und zum Einhängen in die Wabengasse. Dasselbe betrifft eben die Versandkäfige aus Holz. Da kann man auch hier den Stopfen entnehmen und durch ein Stück Futterteich ersetzen oder eben die Futterkammer nutzen. Ein weiteres Modell, ich glaube, es ist auch aus Polen. Das ist alles dasselbe Prinzip. Und viele Imker haben auch Königinnen zugesetzt oder auch transportiert in Lockenwicklern. Naja, das muss man sehen, ob sich das wirklich lohnt, auf die billigen Lockenwickler zurückzugreifen. Ich würde das alles heute nicht mehr verwenden. So, dann kommen wir zur zweiten Kategorie, das sind die Aufsteckgitter. Das Gitter, womit ich die allerbesten Ergebnisse erzielt habe, das ist das sogenannte runde gelbe Aufsetzgitter, Aufsteckgitter. Mit diesem Gitter habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Vorgehensweise bei diesen Gittern ist die, ein Volk wird entweiselt und es wird eine Wabe mit auslaufender Brut entnommen. Diese Wabe wird komplett bienenfrei gemacht, also es darf keine einzige Biene mehr auf der Wabe sein. Dann wird auf diese Wabe dieses Aufsteckgitter eingedreht, würde ich mal sagen. Es hat hier einen circa nach 7-8 mm hohen Innenrand. Der wird in die Wabe gedreht und so, dass das Gitter fest sitzt. Vorher gebe ich hier noch einen Klumpen Futterteig rein, denn es ist nicht sicher, dass die Königin auch gefüttert wird. So, befindet sich dieses Gitter auf der Wabe, auf der teilweise auslaufenden Brutwabe, dann gehe ich so vor, ich fixiere das Gitter zunächst mit einem Rähmchendraht einmal umlaufend um die Wabe, denn es kann passieren, dass beim Hantieren der Wabe das Gitter abfällt. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Also ist das Gitter auf der Wabe, öffne ich hier diesen Verschluss, der ja vorher zu war. So öffne ich den Verschluss und lasse die, sagen wir mal per Post, eingetroffene Königin durch dieses Loch in den Raum zwischen Brutwabe und Gitter laufen. In diesem Fall gebe ich sämtliche Begleitbienen dazu, auch wenn das nur 5 oder 6 sind. Es ist doch besser, dass die Königin etwas Gesellschaft hat. Denn die auslaufende Brut kümmert sich ja auch erstmal gar nicht um die Königin. So, das Ganze dann präpariert, wie gesagt, hier wird verschlossen und dieses Gitter, das ja auf der Brutwabe sich befindet, wird zusammen mit der Brutwabe in das Volk zurückgehängt. In der Regel ist eine weitere Wabe in dieser Tage zu entnehmen, damit wir ausreichend Platz zur nächsten Wabe dann haben. So, dieses Volk lassen wir für 5 bis 7 Tage komplett in Ruhe. Danach kontrolliere ich das Volk ganz vorsichtig, ziehe die Wabe mit diesem Gitter aus dem Volk heraus. Und in der Regel kann man durch das Gitter hindurch beobachten, wie viele Bienen schon geschlüpft sind. Wenn die Königin gezeichnet ist, ist es auch leicht, sie zu entdecken. Und zu 100% wird sich unter dem Gitter schon Brut befinden, also die Königin geht in Eilage unter diesem Gitter und die ersten Maden dürften auch schon geschlüpft sein. Ist dies der Fall, öffne ich hier diesen Schieber, gebe hier gleich ein größeres Stück Futterteig rauf, sodass die Bienen, die Königin und die gesamte Gesellschaft innerhalb von 2 bis 3 Tagen hier befreien. Also mit diesem Gitter habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sogar Königinnen zugesetzt aus Polen, die waren über eine Woche unterwegs. Die wurden künstlich besamt und die haben bis zum Zusetzen nicht ein einziges Ei gelegt. Es stellte sich auch heraus, dass diese Königinnen
nicht ausreichend besamt waren. Trotzdem haben die Völker diese Königinnen komplett akzeptiert. Von daher kann ich dieses Gitter wirklich empfehlen. Es ist wirklich optimal gelöst, auch von der Konstruktion her. Hier haben wir noch einen etwas überstehenden Rand, sodass die Bienen nicht sofort die beschädigten Zellen abtragen. Kommt aber trotzdem mal vor. Das wäre dann aber nach einigen Tagen dann auch nicht so schlimm. Ja, dieses Gitter kann ich wirklich empfehlen. Wer keine Möglichkeit hat, das gelbe runde Zusatzgitter zu erwerben oder sei es aus, es ist ausverkauft, der hat natürlich die Möglichkeit, aus einem Drahtgeflecht mit maximal 2,5 mm Maschenweite sich so ein ähnliches Gitter zu bauen. Hier haben wir eins in der Größe von ca. 10 x 12 cm. Viel kleiner sollte es nicht sein. Hier wurde noch ein Türchen eingearbeitet. Darauf kann man eigentlich verzichten, aber es erleichtert natürlich die Zugabe der Königin. Ja, dieses Gitter funktioniert genauso. Man muss nur sehen, dass das Gitter sich ausreichend tief in die Wabe einfrisst, sodass die Bienen von außen nicht bzw. nicht so schnell die Königin befreien können. Die Vorgehensweise ist hier genauso. Wir lassen das Volk 5 bis 7 Tage in Ruhe und schauen dann nach, ob die Königin bzw. geben die Königin dann praktisch frei. Ja, dieses Gitter ist auch sehr gut. Wer Lust hat zu basteln, der kann sich natürlich jederzeit solch ein Gitter selber herstellen. Letztendlich komme ich noch mit einem Wort auf das weiße Zusatzgitter von der Firma Nicot aus Frankreich. Dieses halte ich für völlig ungeeignet, das Gitter als Zusatzgitter für Königinnen zu verwenden. Zum einen fehlt dieser Rand, der sich in die Wabe hineinfrisst. Zum anderen ist das Gitter auch sehr flach. Und welche Wabe ist schon komplett eben, komplett glatt? Nein, dieses Gitter sollte man wirklich nicht verwenden. Die Bienen befreien die Königin möglicherweise innerhalb des ersten Tages schon, weil das Gitter nur eben aufliegt. Und beschädigte Brutzellen oder beschädigte Zellen generell werden ja von den Bienen sofort beseitigt, sofort aufgeräumt, sodass nach relativ kurzer Zeit hier ein Durchgang zu der frisch zugesetzten Königin entsteht. Das sollte man natürlich möglichst vermeiden. Und ist es eine Problemkönigin, also nach Postversand oder eine Königin, die nicht in Eilage war, dann dürfte sie hier durch die Bienen relativ schnell Probleme bekommen. Also dieses Gitter würde ich nicht empfehlen. Ja, eine weitere sehr sichere Methode ist das Zusetzen der Königin über ein Begattungsvölkchen oder ein Reservevölkchen, wie in diesem Fall hier. Wir stellen uns vor, in diesem Sliebiene-Begattungskästchen haben wir eine Königin mitsamt ihrem Völkchen. Da ist es eigentlich ein leichtes, das Zusetzen durchzuführen, indem wir das Völkchen vereinigen. Wir nehmen ein Stück Zeitungspapier, etwas größer als diese Oberfläche hier, pieksen mit einem Bleistift oder Kugelschreiber, mit einer Kugelschreibermine einige zig bis 100 Löcher in das Zeitungspapier, entnehmen diesen PVC-Deckel, legen das Zeitungspapier auf und drehen das Kästchen kopfüber um und stellen es so auf das vorher entweisende Volk. Darüber kommt eine komplette Leerzarge und das Volk wird verschlossen. Dieses Zusatzverfahren ist auch sehr sicher und wird von mir sehr häufig vorgenommen. Wenn die Königin in Eilage war, dann ist das überhaupt gar kein Problem, Völker mit solchen Reservevölkchen oder mit Begattungsvölkchen umzuweisen. Ja, wie wir sehen, ist die Auswahl schier endlos. Bei weitem konnte ich nicht alle Verfahren und alle Käfige in diesem kurzen Video beschreiben. Das würde den Rahmen eines Videos komplett sprengen. Aber wir haben doch ein bisschen Einblick erhalten in die verschiedensten Systeme und Zusatzkäfige, die es so gibt, einschließlich der Begattungskästchen. Mein Favorit ist ganz klar das gelbe runde Zusatzgitter. Es war längere Zeit in Deutschland sehr schwer zu erhalten. Niemand wusste eigentlich genau, wo die Gussform eigentlich war.
Heutzutage ist dieses Gitter ausschließlich bei der Firma Graze in Deutschland zu finden, zu erhalten. Einen Link gebe ich in die Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Wie gesagt, das ist mein Favorit. Bisher hatte ich noch nicht einen einzigen Verlust Königin zuzusetzen. Und wie ihr ja wisst, erhalte ich regelmäßig Zuchtkönigin aus Skandinavien und so weiter, die längere Zeit aus der Brut waren. Und auch Problemkönigin konnte ich mit diesem Gitter stets problemlos zusetzen. Auch hier, das gilt natürlich, der Nico-Versandkäfig ist möglich, hier ist es möglich, Königin zuzusetzen. Wichtig ist, dass die Bienenvölker sich in der aufstrebenden Saison befinden und dass die Königin in voller Eilage war. Dann ist es eigentlich auch möglich, hier Königin zuzugeben. Aber das Risiko ist mir doch zu groß, dass die Königin hier durch das Gitter verletzt wird. Völlig ungeeignet ist dieses Aufsteckgitter, das würde ich nicht empfehlen. Ebenso wie die typischen Iltis-Zusatzkäfige. Die sind meiner Meinung nach völlig ungeeignet, sei es ob sie jetzt original oder nachgebaut. Das ist alles möglich, aber wie gesagt, ich würde diese Käfige nur noch für das vorübergehende Aufbewahren von Königin verwenden. Ja, und wie gesagt, es gibt noch sehr, sehr viele andere Verfahren. Die Bücher, die Literatur ist voll davon und fast jeder Imker hat sein eigenes Zusatzverfahren. Wir konnten hier bei weitem nicht alles besprechen, zum Beispiel das Zusetzen in der Bautraube oder das Zusetzen über den Kunstschwarm, das Zusetzen über die Zweitschlupfzelle oder auch das Zusetzen im Wohlgemutkäfig, der in ein Leerrähmchen eingehängt wird und so weiter und so weiter. Das alles konnten wir nicht besprechen. Ich habe auch nicht mit allen Möglichkeiten und mit allen Geräten Erfahrung. Auch das Zusetzen über den doppelten Boden ist möglich, aber das ist alles was für Spezialisten. Vielleicht beschäftigen wir uns in einem weiteren Video damit. Ja, für welches Verfahren ihr euch auch entscheidet, Königin zusetzen ist immer ein Risiko. Es wird mit Sicherheit kein hundertprozentiges Verfahren geben, aber doch Verfahren, die relativ sicher sind, wo man sagen kann, nach zu 95% dürfte das wohl gut gehen. Das ist das Zusetzen über das Begattungsvölkchen und wie gesagt das Zusetzen über das gelbe runde Zusatzgitter. Weitere Möglichkeiten stehen euch natürlich jederzeit zur Verfügung. Wir können hier wie gesagt nicht alles beantworten in diesem kurzen Video. Gute Erfahrungen lassen sich finden auf dem Imkerforum imkerforum.nordbiene.de. Da sind von verschiedensten Usern sehr viele gute Verfahren beschrieben worden, auch Misserfolge, das ist ja auch wichtig mal zu wissen, wer hat wo Misserfolge erlangt oder erreicht. Ja, ansonsten wünsche ich euch beim Zusetzen von euren Königinnen viel Erfolg, auf dass es möglichst immer klappen möge. Ja, hat euch dieses Video gefallen, klickt bitte einmal auf Daumen hoch und auf Abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, viele Grüße von www.nordbiene.de. Tschüss!